Jetzt live aus Köln, der Presseclub mit Jörg Schönenbaum. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntagmittag. Manchmal liegen im Leben Wahrnehmung und Wirklichkeit weit auseinander. Menschen sind einfach gut im Verdrängen. Da steht ein Problem riesengroß im Raum, aber man will und kann es dann auch nicht sehen. Die Frage ist, ob wir in der Bundesrepublik gegenwärtig in einer solchen Situation sind. Auf der einen Seite genießen wir nach wie vor Rekordbeschäftigung, volle Haushaltskassen beim Staat. Auf der anderen Seite gibt es aber Zeichen. Die Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal erstmals leicht zurückgegangen. Die Exporte, auf die wir so stolz sind, sind schon etwas länger rückläufig. Ist das ein normaler Konjunkturzyklus oder sind das Vorboten einer tiefen Wirtschaftskrise? Darüber sprechen ja beim G7-Gipfel in Biarritz auch diejenigen, die es zumindest teilweise mit verursacht haben, diese Unsicherheit. Die beiden hier zum Beispiel, Donald Trump, der amerikanische Präsident, der den Handelsstreit mit China immer weiter auf die Spitze treibt, und der englische Premier Boris Johnson, damals Anführer der Brexit-Bewegung und jetzt derjenige, der auf den harten Brexit zusteuert. Die Staats- und Regierungschefs sind so zerstritten, dass man sich kaum vorstellen kann, dass sie heute zu irgendeinem gemeinsamen Schluss kommen. Unser Presseclub-Thema heute deshalb: Gewitterwolken am Konjunkturhimmel. Ist unser Wohlstand in Gefahr? Und das sind die Gäste, auf die ich mich freue. Dorothea Siems ist wieder bei uns. Sie ist Chefkorrespondentin für Wirtschaftspolitik bei Welt und Welt am Sonntag. Herzlich willkommen, Nicole Bastian. Sie leitet beim Handelsblatt das Auslandsressort. Ich freue mich auf Marc Schieritz. Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der Zeit. Und ich freue mich auf Daniel Schäfer, den Deutschlandchef beim Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg. Herr Schäfer, Gewitterwolken, habe ich gesagt, Gewitter ziehen schnell vorbei. Also was haben wir für eine Situation? Was steht uns bevor? Gewitter, dunkle Wolken, Sturm? Also wenn man sich anschaut, was so an den internationalen Finanzmärkten die Sorge ist und auch was viele Volkswirte sagen, dann ist es schon so, dass uns, glaube ich, mehr als nur ein kleineres Gewitter bevorsteht. Wie die Vorhersage für das dritte Quartal ist, dass wir wieder eine leichte Schrumpfung sehen der Volkswirtschaft und damit auch in eine Rezession schlittern könnten, zwei Quartale hintereinander. Das ist eine Rezession und man muss sehen, dass Deutschland extrem leidet unter den Handelskrieg, den wir gerade sehen und der sich in den letzten Tagen ja noch mal wieder verschärft hat mit einer neuen Runde. China hat neue Zölle angekündigt, Donald Trump hat zurückgeschlagen. Und das betrifft vor allen Dingen die deutsche Industrie, die extrem von Exporten abhängig ist. Und schon allein dieses sozusagen das Gefühl, dass es Handelsbarrieren gibt, neue, führt schon dazu, dass die Exporte derzeit eingebrochen sind und zum Beispiel in der Autoindustrie auf dem niedrigsten Stand sind seit der Finanzkrise. Herr Schieritz, wenn ich Sie als Meteorologen frage, ja. Wolken, Gewitter, Sturm, Tornado. Ja, also die Wolken sehen wir jetzt schon und ich glaube, wir sind so ein bisschen auf dem Kipppunkt, ob da jetzt ein richtiger Tornado draus wird oder ob die da wegziehen. Das kann man jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, aber das sehe ich wie der Kollege. Das Risiko ist schon da. Das ist jetzt nicht nur Wachstumszahlen, das interessiert ja jetzt ja keinen, ob Minus, ein bisschen Plus, sondern dass es wirklich sich zu einer Situation entwickelt, wo wir auch im Arbeitsmarkt dann Einschläge sehen werden, wo die Beschäftigung nicht mehr steigt, sondern fällt, wo die Arbeitslosigkeit steigt. Und das ist schon ein reales Szenario, auf das man sich einstellen muss und auf das sich auch die Regierung einstellen muss. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt gleich ein mega riesiges Konjunkturprogramm verabschiedet, aber es sollte trotzdem in irgendeiner Schublade im Finanzministerium oder im Kanzleramt sollte jemand einen Plan dafür haben, dass man soweit dann dafür bereit ist, wenn es dazu kommt, denn die Gefahr ist in der Tat real. Mhm. Frau Bastian, ich habe das Gefühl, ich habe das ja eingangs gesagt, für viele Menschen, für viele in der Politik kommt das überraschend, dass es schwierig werden könnte. Was ist Ihre Einschätzung? Bester Fall, schlechtester Fall? Also die Gefahren sind in der Tat real, weil wir eben zu dem konjunkturellen Abschwung, der eben nach einigen Jahren des Aufschwungs einfach ganz normal ist, jetzt eine sehr gefährliche Mischung haben. Wir stecken schon seit längerem in einer Industrierezession. Das heißt, der Teil der deutschen Wirtschaft, der das deutsche Wirtschaftswachstum eben auch getragen hat, dem geht es schon länger nicht gut. Das haben Fachleute schon früh gemerkt. Das ist aber insgesamt, weil der Arbeitsmarkt noch so gut läuft, eben nicht angekommen. Aber neben dieser Konjunkturabkühlung haben wir halt Risiken wie den Brexit und wir haben die Handelsstreitigkeiten. Und Deutschland als sehr offene Volkswirtschaft ist eben sehr empfänglich für diese Risiken von außen. Und das spüren wir jetzt. Und deswegen ist es eine sehr gefährliche Mischung. Um ein letztes Mal im Bild zu bleiben, Frau Siems, also wenn es stürmt, dann ist sozusagen die Windhose über Deutschland?
Das würde ich so nicht sehen, dass wir da allein und am stärksten betroffen sind, trotz unserer Exportlastigkeit. Weil es sind ja andere Volkswirtschaften teilweise instabiler angelegt in ihrer Wirtschaft. Aber es ist natürlich immer eine Phase, wenn im Abschwung, wo man tatsächlich sieht, wie gut stehen wir eigentlich da. Also es wird nicht eine Krise wie in wie die Finanzkrise, wo wir über 5% geschrumpft sind. Sowas hat es seit dem Krieg nicht gegeben. Das war massiv und trotzdem muss man sagen, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Es ging relativ schnell vorbei. Wir Deutschen standen gut da. Das war das Entscheidende. Es war nicht dieses einmal ein richtiges Gewitter. Das war eigentlich gar nicht das Dramatische. Andere hat es richtig gerissen, also Südeuropa. Wir standen gut da, weil wir uns vorher sehr am Riemen gerissen haben mit Reformen. Die Industrie war gut aufgestellt. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Die Krise, da kann sich was einmischen, wenn eben tatsächlich es größer noch wird, was die Konflikte. Bislang wird viel auch gedroht. So viel, also gegenüber Europa ist bisher nichts. Also die Autostrafzölle, die irgendwie angedroht werden von Trump immer wieder, die gibt es bislang noch nicht. Also es kann noch sehr viel mehr kommen. Aber wenn wir eine Rezession haben, selbst wenn sie nur eine normale Rezession haben, dann wird es wieder so sein, dass wir merken, wie stehen wir da. Und wir stehen jetzt nicht so gut da, wie wir 2009 da standen. Fundamental stehen wir nicht so gut da. Deshalb ist diese Krise unter Umständen, obwohl sie gar nicht so extrem ist, es ist keine Finanzkrise, Finanzkrisen sind immer bedrohlich, aber trotzdem kann sie uns sehr schmerzhafte Folgen bescheren, weil wir eben gar nicht mehr so gut im Moment dastehen. Teilen Sie das? Ja, also ich habe zwei Probleme mit dem Argument. Das eine ist sozusagen, wir haben die Krise 2009 gut überstanden, weil wir einfach nur gut dastanden. Ich würde zumindest ergänzen, wir haben sie auch gut überstanden, weil wir was getan haben. Es gab Konjunkturprogramme, es gab die Abwrackprämie und so weiter. Sagen, die Politik hat aktiv was dagegen getan, dass diese Krise bei den Menschen ankommt. Das hat relativ gut funktioniert. Und ich sehe auch sozusagen, wo konkret wir jetzt so viel schlechter da stünden als 2009. Das erschließt mir nicht so richtig, denn ich erinnere mich noch an die Eurokrise, da haben wir gesagt, Deutschland super, alle anderen sagen, müssen nicht mit Geld umzugehen. Jetzt auf einmal soll es genau andersrum sein. Wo naja, genau das herkommt? Also die großen Probleme, die wir haben, ist, wir haben Fachkräfteengpässe, die hatten wir 2009 nicht und die sind gravierend. Das sagt einem jedes, also von drei Unternehmen sagen zwei, wir können unsere Stellen nicht voll besetzen. Wir kriegen nicht alle Ausbildungsstellen besetzt, aber vor allen Dingen, wenn wir Leute suchen, kriegen wir die nicht. Das ist ein großes Problem. Und wir haben die höchsten Energiekosten in Europa, die zweithöchsten der Welt. Das ist natürlich ein Riesennachteil. Also ich glaube, ein weiterer Unterschied ist einfach, dass wir diese geldpolitische Stimulierung, die wir nach der Finanzkrise hatten, dass die Notenbanken die Zinsen so senken und Ankaufprogramme starten, die werden wir diesmal nicht so haben können. Die Notenbanken sind am Ende ihrer Politik, weil wir eben schon so in einer Lockerung sind. Und da können wir eben diesmal nicht drauf setzen, dass uns die Notenbanken aus einer vielleicht verschärften Rezession rausholen werden. Herr Schäfer. Zwei Punkte dazu. Zum einen würde ich sagen, dass wir nicht nur deshalb da schlechter dastehen, weil es einen Fachkräftemangel gibt, sondern auch, weil die deutsche Industrie noch hinterherhinkt, was einige der wirklich wichtigen strukturellen Themen angeht. Also Stichwort Digitalisierung, Internet der Dinge, Vorbereitung auf die neue Welt der Industrie, die wir gerade erleben. Und das beste Beispiel dafür sind natürlich die Autohersteller, die jetzt gerade ein Aufholspiel spielen müssen, was die Elektrifizierung der Automobilindustrie angeht und natürlich auch das autonome Fahren. Und das kommt zur gleichen Zeit, wo die Produktion in der Automobilindustrie, wie gesagt, auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise gefallen ist. Also eigentlich eine ziemlich dramatische Situation, die da zusammenkommt. Die müssen Milliardeninvestitionen stemmen, aber auf der anderen Seite werden wahrscheinlich die Profite in den nächsten ein, zwei Jahren deutlich zurückgehen. Aber das ist wenn ich noch mal sagen darf, dass wir nicht so gut dastehen wie damals. Das ist sozusagen ja dann hier doch Konsens. Und ich wollte nur widersprechen, die Konjunkturprogramme damals, die wurden aufgelegt, das stimmt, das macht für die Stimmung was gebracht haben. Nur die wurden umgesetzt, wie das immer bei Konjunkturprogrammen ist, als wir längst wieder im Aufschwung waren. Und das ist halt immer, also ob die jetzt so viel verändert haben, das würde ich zumindest bezweifeln. Bevor wir darüber sprechen, ob und was zu tun ist, müssen wir ja diese Analyse zu Ende bringen. Sie sind sich alle einig darin, dass die Unsicherheit da ist, aber nicht wirklich vorhersagbar ist, wie tief eine Rezession kommen kann und ob die Risiken, die da sind, wirklich zuschlagen. Sie sind sich einig, dass wir als
Bundesrepublik als Volkswirtschaft Schwächen haben, die uns angreifbar machen in dieser Situation. Und an der Stelle frage ich mich als, sag mal, normaler Hörer, Zuschauer, Zeitungsleser, ich lese seit Jahren, wie stolz wir darauf sein können, dass es bei uns noch eine Industrie gibt, die es in den USA, in Großbritannien gar nicht mehr gibt. Ich lese, dass wir auf dutzenden Feldern Technologiemarktführer sind und Mittelständler tolle Sachen machen. So, und jetzt sagen Sie mir, wir haben ein Problem, unsere Industrie ist dem allen gar nicht gewachsen. Wo ist da der Widerspruch aufzulösen? Also ich glaube, Sie haben es ja formuliert. Ja, genau. Also ich glaube, in gewisser Hinsicht ist es schon ein trügerischer Schein. Also auf der einen Seite stimmt es natürlich, wir haben eine sehr solide Industriestandort Deutschland. Wir haben exzellente Firmen, die in vielen Bereichen, auch im Mittelstand, Weltmarktführer sind und auch tolle Technologien anbieten. Aber wir haben auch in den letzten 10, 15 Jahren vernachlässigt, in bestimmte Dinge zu investieren und auch von Seiten des Staates der Industrie zu helfen. Also um ein paar Beispiele zu geben, wir sind in Deutschland, was Investitionen in Infrastruktur angeht und vor allen Dingen auch Dinge wie Forschung und Entwicklung, Bildung und digitale Infrastruktur, sind wir weit unter dem Schnitt der OECD-Staaten. Das heißt, da sind wir wirklich, das haben wir sträflich vernachlässigt in den letzten 10 bis 15 Jahren. Und da sind wir auch, und das ist auch so der Blick, den auch aus dem Ausland auf Deutschland betrachtet wird, da fragt man sich, warum eigentlich wir so eisern an der schwarzen Null festhalten und an dem ausgeglichenen Haushalt, wenn wir das vernachlässigt haben. Und das ist ein wichtiger Standortfaktor. Auch ein ganz wichtiges, konkretes Thema sollten wir jetzt drüber diskutieren. Ja. Ich habe eingangs Boris Johnson und Donald Trump gezeigt, die eben mit den Themen Handelskrieg und Brexit für viele dieser Wolken verantwortlich sind. Trump zeigt ja mit dem Finger zurück auf Deutschland und sagt ungefähr das, was Sie gerade gesagt haben, ihr gebt zu wenig Geld aus. Ein prominenter Wirtschaftswissenschaftler, Paul Krugman, hat seinen Artikel in der New York Times überschrieben mit "Die Welt hat ein Deutschlandproblem". Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Welt hat ein Deutschlandproblem. Und jetzt zeige ich Ihnen noch etwas, was wir im Archiv gefunden haben, was etwa 10 Jahre alt ist. Die Dame werden Sie kennen. Und sie beschreibt damals genau das, was die deutsche Haushaltspolitik in den letzten 10 Jahren gekennzeichnet hat. Man hätte hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg, einfach nur eine schwäbische Hausfrau fragen sollen. Sie hätte uns eine ebenso kurze wie richtige Lebensweisheit gesagt, die da lautet: Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Das ist der Kern der Krise. Frau Bastian, das ist der Kern der Haushaltspolitik der letzten Jahre, nicht mehr über die Verhältnisse zu leben. Damals war das unmittelbar einsichtig. Wir waren stolz darauf an vielen Stellen, dass das gelungen ist. Und jetzt soll es falsch sein? Bedingungsloser Festhalten am Mantra dieser schwarzen Null, glaube ich, ist falsch, weil wir jetzt im Abkühlungszyklus eigentlich investieren müssten. Wir müssen klug investieren. Das heißt jetzt nicht, im Moment hebt jeder die Hand und sagt, ich hätte da auch noch eine Idee für ein Konjunkturprogramm. Das muss in Bereiche wie Bildung, Infrastruktur etc. fließen, die uns auch in der Zukunftsfähigkeit des Landes helfen. Die Argumente für dieses Festhalten am Mantra der schwarzen Null sind mit der konjunkturellen Abkühlung sehr viel schwächer geworden. Und da muss eine Diskussion in der Bundesrepublik stattfinden. Wir haben halt auch lange uns so gut wirtschaftlich entwickelt, weil wir teilweise durch unsere Exportindustrie von den fiskalen Stimulierungsmaßnahmen der anderen Länder im Ausland profitiert haben und es so ein bisschen alle anderen haben machen lassen und uns selber gerühmt haben. Wir sind aber die Sparkönige. Das heißt, die anderen Länder haben die Geldschleusen geöffnet und unsere Industrie hat es und haben von uns gekauft und das hat uns geholfen. Ja, ja, so richtig, ehrlich gesagt, finde ich, dass die anderen es richtig gemacht hätten. Das wären ja dann Italien und Frankreich beispielsweise, würde ich mal sagen, ist nicht so. Die haben uns immer vorgeworfen, auch in der Krise, zu wenig Konjunkturprogramme und so weiter. Also dieses, dass bestimmte Länder und bestimmte Richtungen, auch Paul Krugman, immer sagen, man muss mächtig, expansiv Fiskalpolitik betreiben, ist nicht neu, das sagen sie immer. Was allerdings ist bei uns die Investition in er ist von der Richtung. Ja, also es gibt auch die anderen. Ne? Ja. Und wie beispielsweise unseren Wirtschaftsweisen Lars Feld, der sagt, wenn zu wenig investiert wird, dann ist das die private
Wirtschaft. Und da muss man sich mal überlegen, warum die alle investieren, aber im Ausland. Weil sie eben sagen, hier ist der Standort nicht so, dass wir hier so viel Perspektive sehen. Und das ist das Problem, dass eben genau, und zwar durchaus rational, man sagt, Demografie haben wir ein großes Problem in Deutschland, was kommt. Wir haben jetzt auch schon Steuern, wo wir nicht gut dastehen. Wir haben mehrere Probleme im Energiebereich. Die Versorgungssicherheit, da wird auch immer mehr grüne Themen, dass das noch verschärft wird. Also das macht den Unternehmen Angst. Und dass die sagen, also woanders sind die Bedingungen ein bisschen verlässlicher. Dann gehen wir lieber dahin. Also es wird ja investiert, die deutsche Wirtschaft investiert. Und der Staat macht jetzt sowieso schon mehr, als er in den letzten Jahren gemacht hat. Es ist da eine Steigerung bei den öffentlichen Investitionen. Das war das, was Sie hier gesagt haben. Das stimmt natürlich, dass man da was machen muss. Statt immer nur Sozialausgaben müssen wir auch investieren, staatlicherseits. Nur da haben wir ein Kapazitätsproblem zurzeit. So viel Geld, man kann nicht einfach Geld raushauen. Also man muss auch die Kapazitäten, die Planungskapazitäten haben. Das wird jetzt langsam wieder etwas aufgebaut. Und diese Bilanz in dem Etat, das ist richtig. Die muss sich wieder verändern. Weil man muss ja mal anfangen. Also das Argument absolut ist richtig. Im Moment fehlt es an Bauarbeitern, es fehlt an Beamten in den Genehmigungsbehörden. Nur dass diese Geschichte, die höre ich auch schon seit 5 Jahren. Und da frage ich mich, kann man da nicht mal irgendjemanden einstellen, dass dann was vorankommt? Und da muss man anfangen. Und natürlich kann ich nicht von heute auf morgen 100 Milliarden verballern, so als Staat. Das muss ein mehrjähriges Programm sein, wo man sozusagen langsam die Kapazitäten wieder aufbaut. Und die These, dass die Wirtschaft nur zu wenig investiert, der Staat nicht, die würde ich so überhaupt nicht. Also muss ich mich nur in den Schulen, in den Straßen und Breitbandausbau anschauen. Es wurde doch Geld ausgegeben. Aber es wurde nicht genug Geld für Investitionen ausgebaut. Ich möchte mal auf den Satz von Angela Merkel zurückkommen. Der hat natürlich, man kann nicht immer über seinen Verhältnissen leben, man kann aber auch nicht dauerhaft unter seinen Verhältnissen leben. Und das haben wir de facto in Deutschland in den letzten 15, 20 Jahren gemacht. Wir haben sozusagen nicht investiert und unseren Kapitalstock, unsere Infrastruktur verkommen lassen. Und die Quittung haben wir jetzt. Und die Frage ist, machen wir so weiter oder gelingt es, irgendwie eine Wende hinzubekommen? Herr Schäfer. Ich würde ganz kurz, zum einen würde ich Herrn Schieritz genau ins gleiche Horn stoßen und sagen, also das Argument mit den Planungsbehörden und das Argument, dass es nicht genügend Kapazitäten gibt, das hört man seit vielen Jahren. Und da fragt man sich natürlich schon, sowohl als Bürger als auch als Journalist, warum da eigentlich nicht irgendwas gemacht wird. Also das kann eigentlich kein Argument sein, kein vernünftiges, warum man nicht mehr in Infrastruktur investiert. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass es in der Tat so ist, dass wir aus der Substanz leben in Deutschland derzeit. Wir haben seit 20 Jahren, sind die Nettoinvestitionen des Staates liegen bei null. Das bedeutet, wir investieren genauso viel, wie wir abschreiben. Und auf Deutsch, in verständlicher Sprache, bedeutet das, wir halten eigentlich einfach nur das Niveau aufrecht, was wir haben. Ja? Und was eigentlich bedeutet, dass wir uns verschlechtern, weil um uns herum sich natürlich alle verbessern. Aber doch nicht, weil wir so sparsam sind, sondern weil wir das Geld ausgegeben haben für Sozialausgaben. Wir haben doch Rekordausgaben. Wir hatten ja nicht nur Rekordsteuereinnahmen, sondern wir hatten Rekordausgaben. Und dass die Investitionen so gering sind und dass wir seit 15 Jahren, ich glaube vor 15 Jahren wurde die Bildungsrepublik ausgerufen, da so wenig passiert, ist nicht eine Frage, dass so wenig Geld ausgegeben wurde, sondern dass man gesagt hatte, die Wähler belohnen offensichtlich mehr, wenn wir kurzfristig was machen. In Berlin zum Beispiel Bildungsausgaben hochgeschrieben. Was wird tatsächlich gemacht? Kostenlose Tickets für Schüler, kostenloses Essen, kostenlose Kita für alle. Eine unglaubliche Geld, also wird da in die Hand genommen. Und das zählt alles als Bildungsausgaben. Das ist doch nicht... Also Frau Siem sagt, es ist nicht die Menge des Geldes, die ausgegeben wurde, sondern es ist falsch ausgegeben worden. Also auch da würde ich widersprechen, weil also wir sind jetzt in Deutschland bei... unsere Schuldenlast des Staates liegt bei 60%. Knapp drunter. Bitte? Knapp drunter inzwischen. Genau, sogar knapp drunter. Die Projektion ist, dass wir 2023 bei 53% sind. Über der Wiederwahl. Wenn man sich jetzt anschaut, was in der Zwischenzeit um uns herum passiert ist, wenn man sich vor allen Dingen anschaut, wie das Zinsniveau ist. Deutschland kann sich jetzt, wenn Deutschland es will, über 10 Jahre für minus 0,6% verschulden. Das heißt auf Deutsch, der Staat kriegt Geld geschenkt dafür, wenn er sich verschuldet. 2009, während der Finanzkrise, lagen die Zinsen bei 3,5%. Da war es richtig teuer, Geld aufzunehmen. Jetzt ist es so, dass viele Volkswirte darauf blicken und sich fragen und auch sehr viele auch Politiker in Ländern um uns herum, in Frankreich, in den USA und in anderen Ländern, sich darauf schauen und fragen, warum, wenn die deutsche Industrie gerade in eine Krise rutscht, warum gibt Deutschland nicht mehr Geld aus und verschuldet sich auch dafür mehr,
um in die Infrastruktur zu investieren zum Beispiel. Kleine Pause, Sie sagen, es gibt Volkswirte, die fordern das. Uns hat überrascht, dass das jetzt auch jemand fordert, der das Institut der deutschen Wirtschaft leitet. Und die Wirtschaftsverbände sind eigentlich nicht bekannt dafür zu fordern, dass der Staat mehr Geld ausgibt. Michael Hüter diese Woche. Wir haben negative Zinsen. Das heißt, eine Kreditaufnahme ist gar nicht mehr mit einer Belastung künftiger Generationen verbunden, wie es vor 10 Jahren bei der Entscheidung über die Schuldenbremse der Fall war. Also muss man auch über neue Wege nachdenken. Also die Rufe sind laut hörbar. Die eine Frage ist, wofür gibt man das Geld aus? Da sind Sie sich einig, dass Investitionen nicht ist, wenn man Schultickets bezahlt, sondern eher, wenn man Schulen baut. Aber müssen wir jetzt, muss die Bundesregierung jetzt sagen, die schwarze Null ist etwas, was zu anderen Zeiten bei anderen Zinssätzen richtig war. Aber jetzt bei den Chancen, wie wir uns Geld leihen können, nehmen wir 10 Milliarden wäre nach Grundgesetz und Schuldenbremse möglich, zusätzlich in die Hand und verschulden uns für 10 Milliarden. Frau Bastian, Frau Siems. Man muss aber auch wissen, was man mit dem Geld macht. Ne? Ja. Also ich finde das Argument richtig, was Herr Hüter sagt. Und in der Tat, ein Negativzins bietet alle Argumente dafür. Aber erstmal geht es darum, dass man weiß, was man mit dem Geld macht und es klug investiert. Ne? Wir hatten in den letzten Jahren einen Rekordsteuereinnahmen. Das heißt, wir hätten uns auch leisten können zu investieren. Und da muss jetzt sozusagen die Bundesregierung einen Plan entwickeln, wie sie es investieren will. Das muss kein Konjunkturprogramm sein. Das könnten auch einfach verlässliche politische Maßnahmen sein, wie das diese, finde ich, unwürdige Diskussion um die Streichung des Solidaritätszuschlags aufhört. Und man sagt, okay, das ist eine Steuererleichterung. Wir streichen Ihnen jetzt den Solidaritätszuschlag und geben damit auch ein Signal in die Bevölkerung rein, was, finde ich, auch in diesen unsicheren Zeiten ein gutes Signal wäre. Sind Steuersenkungen eine Investition? Also sie kurbeln jedenfalls Wirtschaft an und unsere Wirtschaft, also vor allen Dingen auch bei der Körperschaftssteuer, die wird ja auch, die zahlen ja auch Soli, also unsere Konzerne zahlen ja auch. Da liegen wir eben jetzt, wenn Frankreich seine Pläne auch durchzieht jetzt nächstes Jahr, dann liegen wir wieder unter diesen ganzen großen Staaten, die jetzt auch wieder gipfeln, an letzter Stelle, also haben die höchste Steuerlast. Das ist nicht attraktiv, das hat schon eine Signalwirkung. Insofern würde ich dem recht geben. Ich halte den Soli alleine nicht für ausreichend. Aber nochmal die Frage mit der schwarzen Null. Wenn wir jetzt kein Wachstum mehr haben, wenn wir in einer Rezession tatsächlich sogar sind, dann ist die schwarze Null ein zu viel. Das ist mehr, als die Schuldenbremse verlangt. Das würde ich auch nicht für vernünftig halten, weil dann müsste man sparen. In einer Krise zu sparen ist immer, man verstärkt die Krise, das also nicht. Sondern dann lässt man das, was die Ökonomen so in ihrem Jargon sagen, die automatischen Stabilisatoren wirken. Das heißt, die Sozialausgaben gehen nach oben. Das ist dann immer automatisch der Fall. Und die Steuereinnahmen gehen zurück. Und dann ergibt sich eben eine nicht mehr schwarze Null, sondern eben ein Minus, was aber im Rahmen der Schuldenbremse völlig in Ordnung ist. Und die Schuldenbremse erlaubt sogar noch darüber hinaus zu gehen. Auch da kann man sagen, das kann man machen. Das ist, wenn es sinnvoll gemacht wird, nicht rausgepulvert als Konjunkturprogramm, einfach wie damals, man gibt allen Familien 100 Euro pro Kind. Oder so. Das ist, finde ich, alles jetzt nicht nötig. Aber eben in sinnvolle Maßnahmen, das kann man machen. Aber man muss, finde ich, dieses Signal, dass wir jetzt in der ersten Krise nicht sofort die Schuldenbremse wieder verschrotten, okay. Das, finde ich, sollte auf jeden Fall stehen. Darf ich da zwei sagen? Erstmal zum Soli. Donald Trump hat ja im letzten Jahr genau das gemacht. Er hat eine gigantische Unternehmenssteuerreform beschlossen. Unternehmenssteuern wurden gesenkt. Was ist passiert? Es sind keine Investitionen passiert, sondern die Leute, die Aktionäre, haben das Geld genommen und in ihre Privatschatulle gepackt. Das ist gar nichts. Der Soli wird ja... Wachsen aber heftig doch im Vergleich zu uns. Die Investitionen sind kaum verändert. Aber das Wirtschaftswachstum... Das Wirtschaftswachstum ist höher, weil auch die Geldpolitik noch rechtlich stimuliert und so weiter. Aber also alle Studien, die wir dazu kennen, sagen, dass die Auswirkung der Steuerreform auf die Investitionstätigkeit sehr, sehr gering ist. Und der Soli wird ja abgeschafft nach Koalitionsplänen für 96,5% der Steuerzahler, nur für die Obersten nicht. Und über diese Obersten kann man jetzt diskutieren, ob das sinnvoll ist, dass die Reichen mehr oder weniger Steuern bezahlen. Aber wie das sozusagen irgendwie die Konjunktur stabilisieren soll. Das sind Familienunternehmen und das ist ein Signal. Also es ging doch darum, warum investieren sie lieber im Ausland als bei uns. Das sind ein Teil, und da ist der Steuersatz natürlich ein wichtiges Kriterium. Aber die Unternehmen sitzen zugleich auf unglaublichen Kapitalreserven. Die nehmen nicht mal Kredite auf, die sparen selber. Also
sozusagen irgendeine Art von Kapitalmangel da ist, dass man nicht investieren kann, weil man zu viel Steuern bezahlt, halte ich für fragwürdig. Und noch zur Schuldenbremse. Sie haben, es ist schon richtig, man kann, wenn man alleine die schwarze Null sozusagen fallen lässt, innerhalb der Schuldenbremse einiges machen. Aber wir reden ja eben nicht nur über dieses zyklische Auf und Ab der Konjunktur, sondern wir reden über große Transformationsprozesse, ökologisch, sozial, Digitalisierung und so weiter, auf die das Land vorbereitet werden muss. Und da glaube ich auch, dass das Generationenargument sich sozusagen umkehrt. Also wenn ich jetzt das Klima schütze, dann bringt mir das gar nichts. Dann bringt das was meinen Kindern, meinen Enkelkindern. Insofern, dass die über Schulden beteiligt werden sollen an der Finanzierung, halte ich nicht für sozusagen einen Verstoß gegen die Generationengerechtigkeit, sondern sogar ein Erfordernis der Generationengerechtigkeit. Warum soll ich das alles aus dem laufenden Haushalt bezahlen, wenn es eh erst kommenden Generationen zugutekommt? Herr Schieritz, Sie bringen den Ball zurück auf den Punkt, den Sie, glaube ich, schon mal angezeigt hatten, wofür eigentlich Geld ausgeben. Die Frage, wem man Steuern erlässt und welche Wirkungen das hat, ist ein Thema. Aber Sie sagen, die Schuldenbremse lässt durchaus einiges zu. Das war aber für Konjunktur gedacht. Aber wo ist der große Erneuerungsimpuls? Sie haben, glaube ich, gesagt, Frau Bastian, da müsste die Bundesregierung mal Pläne entwickeln. Lassen Sie uns ihr dabei helfen. Wir hatten zähe, lange Koalitionsverhandlungen und zum ersten Mal lagen etwa 40 Milliarden auf dem Tisch, über die man sich streiten und die man ausgeben konnte. Ich glaube, wenn man normale Bürgerinnen und Bürger fragt, was mit dem Geld gemacht wurde, fällt wahrscheinlich zuerst die Mütterrente ein, weil es irgendwie das größte Preisschild ist. Aber dass man jetzt sagen könnte, darauf hat die Bundesregierung gesetzt und dafür steht sie, ich glaube, das würde schwer, jemanden zu finden, der das so wahrnimmt. Also, helfen Sie der Bundesregierung. Was ist die große Herausforderung, bei der Sie sagen, dafür 10, 20, 30 Milliarden jetzt in den nächsten 10 Jahren, das ist mehr als nur Konjunkturabfedern. Das hilft, damit es Kindern und Enkeln irgendwann im Land insgesamt besser geht. Also, helfen Sie. Verkehrswege, digitale Infrastruktur, Autobahnen, Bildung. Nein, nicht unbedingt Autobahnen, Bahnverbindungen zum Beispiel. Ja. Ja, wenn wir uns im Zusammenhang mit Klima unterhalten, dann geht es darum, dass wir den Alternativen zum Flugverkehr schaffen und Datenautobahnen genau das, dass wir eine Infrastruktur schaffen, mit der wir wettbewerbsfähig sind in den kommenden Jahrzehnten. Herr Schäfer. Ich würde da voll zustimmen. Also Beispiel Breitbandausbau, Fiberglas liegen wir 20% unter dem OECD-Schnitt, was den Anschluss angeht an Fiberglas. Das ist einer der wichtigsten Themen für die digitale Wirtschaft der Zukunft. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, wo man deutlich mehr tun könnte. Das Gleiche ist mit Bildung. Auch da liegen wir unter dem Schnitt, was die Ausgaben angeht. Und da muss man nur viele Leute, Bürger auf der Straße fragen, in welchem Zustand die eine oder andere Schule ist und Lehrermangel, Ausfall von Schulstunden, über solche Dinge wie bestimmte Computersprachen, die man da noch nicht lernt oder andere Sachen wollen wir gar nicht erst reden. Aber da gibt es, glaube ich, sehr viel an konkreten Bedarf, was man leisten könnte. Genau das ist ja der Punkt, den ich vorhin auch gemacht habe. Wir sind jetzt bei dem Anteil im Bundeshaushalt, was Soziales ansieht, bei 50%. In 3 Jahren sind wir bei 53%. Der Anteil wächst immer weiter. Und er wird sowieso weiter wachsen, allein schon demografisch. Also das heißt, man muss, aber man muss da mal was ändern. Und man kann doch nicht sagen, also wir satteln da immer drauf. Wir sind jetzt bei der Grundrente, ein weiteres Thema, wo wieder eine neue Leistung, die auch teuer ist, tendenziell 5 Milliarden jetzt und tendenziell wachsend. Es wird auch schon in der SPD gesagt, wir wollen das Rentenniveau so hoch halten wie jetzt, unabhängig von der Demografie. Dann kloppen wir uns natürlich allen Spielraum. Und deswegen finde ich die Idee so gefährlich, zu sagen, Investitionen machen wir jetzt da mal extra. Weil genau dieses Argument, dass wir unsere Schulen verfallen lassen, dass viele Autobahnen gehen ja vielleicht noch, aber eben ansonsten Brücken nicht befahrbar sind und so weiter, was wir alles kennen, das gibt es seit sehr langer Zeit. Und wir haben den Aufschwung eben nicht genutzt. Und ich sage sogar, die Politik macht das sogar extra, damit sie dieses Argument immer hat, um zu sagen, das Geld reicht nicht, ihr habt euch kaputt sparen lassen. Und weil das ist das, was der Bürger will. Aber in Wirklichkeit, das Geld wird nicht dafür verwandt. Und deswegen glaube ich, man braucht so eine Fesseln wie die Schuldenbremse. Dringend. Damit die Politik nicht das macht, was sie die ganze Zeit gemacht hat. Lassen Sie mich noch eine weitere Frage stellen. Ich fasse noch mal zusammen. Ich habe das Gefühl, so unterschiedlich Sie über Steuersenkungen denken, über die Frage denken, wie hoch oder nicht hoch genug unsere Sozialausgaben sind. Im Kern sind Sie sich alle einig, dass Sie sagen, unser Land hat versäumt, in Modernisierung, in Zukunftsvorbereitung zu investieren. Dieser Vorwurf anderer Länder an uns ist richtig.
Und da ist was zu tun, ob das jetzt innerhalb oder außerhalb der Schuldenbremse passiert, wie viel und wie schnell, da werden sie miteinander streiten. Das ist etwas, was dem Staat zweifelsfrei zusteht. Er hat die Finanzhoheit, er macht die Fiskalpolitik, wie das so heißt. Sie haben eingangs als Problem aber auch erwähnt, Sie, Herr Schäfer, am Beispiel Auto, dass wir Wirtschaftszweige haben, die in ihrer Entwicklung nicht mehr da sind, wo sie mal waren. Da geht es also um die Frage, was macht eigentlich die Wirtschaft in unserem Land? Welche Felder tragen künftig dort zu Arbeitsplätzen und Wohlstand bei? Ist es auch Aufgabe des Staates, das zu lenken und dafür zu sorgen, auf welchen Industriefeldern, Stichwort künstliche Intelligenz, digitale Technologien, wir aktiv sind? Oder überlassen wir das dem freien Spiel der Firmen, Investoren und anderen Kräfte, Herr Schieders? Ich glaube, also ganz zentral ist, dass wir Entscheidungen bekommen. Also die Unternehmen können ja mit ganz viel leben. Die können mit hohen Steuern leben, die können mit niedrigen Steuern leben, die können mit Ökosteuer, mit allem leben. Es gibt ja eine Ökosteuer, die ist eingeführt worden unter Rot-Grün. Mhm. Haben sie auch alle verkraftet. Sie müssen nur wissen, wohin die Reise geht. Und ich glaube, das große Problem, und das kommt in der Tat erschwerend sozusagen zu den zyklischen Faktoren hinzu, ist, dass das im Moment nicht der Fall ist. Es gibt jede Woche eine andere Idee, die durchs Dorf gejagt wird beim Thema Klima. Heute Fleisch, morgen Soja und so weiter. Das kann man alles machen. Aber es muss Klarheit her. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass dieses Klimakabinett, das hier am 20. September Entscheidungen treffen will, regelt, wie die deutsche Klimapolitik aussehen wird. Und dann wird sich die Wirtschaft einstellen. Dann werden die ihre Ingenieure losschicken. Die warten nur drauf, sozusagen, an welcher Schraube soll ich drehen? Wie wird die Belastung sein? Dann kann das wieder passieren. Also ich glaube, hier ist wirklich Klarheit, Entscheidungsklarheit der wichtigste Faktor. Frau Bastian. Ich glaube auch, man kann der Bundesregierung jetzt nicht vorwerfen, dass die deutschen Autohersteller zum Beispiel bei der Elektromobilität nicht vorne dran sind. Das hat strukturelle Gründe. Wenn ich selber irgendwie ein beherrschender Marktspieler bin in einem Sektor, dann fällt es mir schwer, meine alte Technologie sofort in Frage zu stellen und mich auf den neuen Zug zu setzen. Das hat also auch viel mit den Strukturen in unserer Industrie zu tun. Aber die klaren Rahmenbedingungen sind wichtig, damit sich die Unternehmen darauf einstellen. Die Bundesregierung, sag ich mal, mit Lobbyarbeit in Brüssel und der Frage, welche Grenzwerte gelten, durchaus Rahmensetzungen getroffen hat. Das stimmt, das stimmt. Und da hätte man sozusagen mehr in, sozusagen im Gegenteil eher die Investitionen fördern können, Forschung und Entwicklung fördern können, etc. Aber man darf jetzt auch nicht, ich meine, der Staat ist, wir haben keinen Dirigismus, wo der Staat für alles verantwortlich ist. Ich glaube, da muss man schon auch die Strukturprobleme sehen. Die kann man angehen. Da muss man sozusagen nicht den Bewahrer spielen, sondern den Strukturwandel fördern. Aber das liegt auch zum Teil in den Unternehmen. Gut, Herr Schäfer, Sie sind dran. Ich will das nur noch mal zuspitzen. Ja. Wir sehen nicht auf dem Feld der Menschen- und Bürgerrechte, aber auf dem Feld der wirtschaftlichen Entwicklung auf China und sind fasziniert, egal wie wir es bewerten, aber wir sind fasziniert, wie dort Industriezweige aus dem Nichts entstehen, weil eine politische Führung es will. Insofern ist auch die Frage berechtigt. Ist es Aufgabe heutzutage auf diesem globalen Markt einer nationalen oder europäischen Regierung durch Rahmensetzung zu bewirken? Ich sag mal, weniger Auto, mehr Chips oder wie auch immer. Herr Schäfer. Also aus volkswirtschaftlicher Sicht, glaube ich, wäre es einfach sinnvoll, wenn der Staat die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Ja? Und Dieseltechnologie ist ein gutes Beispiel. Da hat der Staat sich eingemischt. Eine eigentlich letztlich jetzt längerfristig gesehen dem Untergang geweihte Technologie noch deutlich länger geschützt, als sie eigentlich schützenswert war. Und damit natürlich auch dazu geholfen, dass die Industrie in eine falsche Richtung weiter gerannt ist. Und ich glaube, dass die Aufgabe des Staates ist, vor allen Dingen Dinge wie zum Beispiel steuerliche Forschungsförderung zu gewährleisten, also sprich die Forschung per se zu incentivieren, aber nicht eine bestimmte Richtung jetzt vorzugeben von einer bestimmten Technologie, sondern der Staat, das ist die volkswirtschaftliche Sicht auf die Dinge, sollte die Rahmenbedingungen schaffen. Und das können Dinge sein, dass man die Forschung generell fördert oder dass man zum Beispiel die Infrastruktur bereitstellt, was zum Beispiel die Ladeinfrastruktur für Elektroautos anbelangt, in den Städten, an den Autobahnen und anderswo. Darf ich dann? Also da möchte ich nur mal ganz kurz, also Herrn Schäfer, grundsätzlich recht geben, eben, ich glaube, auch der Staat da nicht unbedingt in der besten Lage sind. Und wir müssen mal gucken, China ist faszinierend, das würde ich auch sagen. Aber wenn man die Unternehmen hört, die sagen, es läuft immer da gut, wo der Staat sich eigentlich nicht einmischt. Also es gibt ja Betriebe in China, die sehr harten Wettbewerb ausgesetzt sind. Gerade die Autoindustrie, die sagt dann immer da, wo der Staat sehr stark dabei ist, da wird das kompliziert. Mal abgesehen davon, dass China ja auch die Unternehmen teilweise politisch dann einspannt. Also das ist eine gewagte Sache. Ich bin bloß bei der Automobilindustrie. Also wenn wir jetzt alle so draufprügeln, finde ich,
muss man schon sagen, natürlich haben die geschummelt, das war eine Riesensauerei. Nur jetzt irgendwie zu sagen, es muss die Automobilindustrie sich voll auf das E-Auto werfen, das macht für ein Unternehmen wie VW, die vielfach kleiner Autos herstellen, eine Strategie sein. Ansonsten sind wir im Luxussegment sehr, sehr stark. Und es gibt kaum einen Automanager, der irgendwie einem zustimmt, dass das funktionieren wird. Das heißt, wir müssen offen bleiben. Und genau das, da ist Politik nämlich oft schlecht, zu sagen, es muss auch sich am Markt entscheiden. Und wir waren immer gut, dass auch die Automobilbranche bei uns sehr scharfen Konkurrenzdruck innerhalb des Landes ausgesetzt ist. Und genau nicht alle zentral gesteuert in eine Richtung durch den Staat. Okay, Frau Bastian, nochmal Herr Schieritz, ich merke an den Wortmeldungen, wir sind an einem neuralgischen Punkt. Ja, genau. Ich wollte eigentlich einfach nur mal auf diesen Blick auf China noch mal eingehen und stimme da eigentlich überein. Natürlich gibt es Sektoren, wo wir sagen, wow, das hat sich toll, da hat genau dieser Eingriff des Staates in China toll funktioniert. Aber wenn Sie mal auf die Stahlbranche zum Beispiel in China schauen, wenn Sie sich viele der staatseigenen Betriebe angucken, sind es riesige Strukturprobleme, wo eben der Staat genau falsche Sektoren vielleicht auch noch unterstützt. Deswegen kann das sozusagen nicht ein Vorbild sein. Und Sie haben natürlich in China mit einem abgeschotteten Markt immer noch in vielen Sektoren ganz andere Voraussetzungen, als sie hier in Deutschland oder in Europa haben. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir hatten ja durch den Wirtschaftsminister Altmaier auch die Diskussion über eine Industriestrategie. Brauchen wir die oder brauchen wir die nicht? Was wir brauchen, ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, wo wollen wir denn stehen? Da kann eine Politik auch sagen, unserer Meinung nach sollte Deutschland versuchen, in diesen und jenen Bereichen sozusagen seine Kräfte zu stärken. Das, finde ich, brauchen wir schon. Und das ist auch ein gutes Signal für eine Volkswirtschaft. Ich wollte das unterstreichen. Also natürlich, Marktwirtschaft ist dem Zentralismus überlegen. Das wissen wir alle. Aber es gibt ja Schattierungen. Und wenn man sich große Innovationssprünge anschaut weltweit, dann waren viele begleitet von staatlicher Intervention. Das Internet ist zurückzuführen auf Verteidigungsausgaben, Verteidigungsprojekte der amerikanischen Regierung. So, also, dass der Staat sich komplett da raushält und sagt, ich mache jetzt die Steuergesetzgebung und den Rest kann die Wirtschaft entscheiden. So einfach ist die Welt halt eben auch wieder nicht. Und deswegen fand ich es auch richtig, dass Altmaier das angestoßen hat. Man kann über die Details sprechen, aber zu sagen, dass wir auch einen gewissen Aktivismus brauchen auf staatlicher Seite, nicht um genau vorzuschreiben, was ein Unternehmen produzieren soll, aber sozusagen um große Richtungen vorzugeben, auch mit Investitionen zu begleiten, das ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Punkt. Nun sprechen wir, und das vielleicht für die Schlussrunde, wir sprechen über hohe Anforderungen an politische Steuerung. Und wir sehen Bilder aus Biarritz, wo 7 beieinander sitzen, wo kaum 2 miteinander wirklich dauerhaft einigungsfähig sind. Und die eine, die Deutsche, hat eine Regierung zu Hause, von der kein Mensch weiß, wie lange sie noch hält. Sie wird jetzt von der SPD vom Parteitag Ende des Jahres auf den Prüfstand gestellt. Mit Blick auf die Eingangsfrage nach dem Gewitter, was wäre eine realistische Anforderung an die Bundeskanzlerin, an die deutsche Bundesregierung in dieser politischen Phase, in der wir sind? Also wir können uns vieles Unrealistische wünschen, aber wir haben ja auch eine Einschätzung, was wirklich machbar ist. Also die Sicht, wie gesagt, nochmal aus dem Ausland vor allen Dingen auf dieses Thema, die ich ja auch in meiner Rolle vor allen Dingen, mit der ich sehr viel zu tun habe, ist die, dass sehr viel Verwunderung herrscht. Das wird wahrscheinlich hier nicht unbedingt auf Zustimmung treffen, aber es herrscht sehr viel Verwunderung darüber, warum Deutschland nicht präventiv tatsächlich auch schon etwa stärker in die Infrastruktur investiert und auch eine Art Konjunkturprogramm auflegt letztlich, weil die Alarmzeichen sind schon relativ stark, besonders was die deutsche Volkswirtschaft angeht, aber durchaus auch, wenn wir weltweit um uns herum schauen, in China, die Industriezahlen werden schlechter, das Wachstum in den USA ist noch okay, aber es ist auch nicht mehr glänzend. Und deshalb fragen sich natürlich viele um uns herum, Deutschland hat die Mittel, es kann viel Geld ausgeben, es könnte natürlich auch umschichten aus dem hohen sozialen Haushalt, aber es hätte jedenfalls definitiv die Mittel, um zu investieren und auch ein Konjunkturprogramm aufzulegen. Und es wäre wahrscheinlich besser, das ist die Sicht vieler, das jetzt aufzulegen, präventiv, als wenn wir schon eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit haben. Okay. Frau Bastian. Ich glaube auch, dass auf keinen Fall der jetzige Kurs der Bewahrung und das einfach nur Festhalten am Status quo und des Ausharrens, den wir im Moment vielleicht auch alle spüren, die richtige Antwort ist und dass wir eine Antwort brauchen und dass hoffentlich dann der
die, wenn die Zukunft der Großen Koalition entschieden ist, es diese Antworten eben auch gibt, weil wir brauchen sie. Also ich glaube, wir brauchen dringend wieder mal einen Schwerpunkt Richtung Wirtschaft. Wir hatten jetzt sehr lange einen Schwerpunkt Soziales. Und dann kann man auch eben beispielsweise vielleicht so ein Projekt wie die Grundrente erstmal aufschieben. Dann hat man schon mal 5 Milliarden. Man kann weitere, naja, also für künstliche Intelligenz haben wir 1 Milliarde nur eingestellt. Das ist verdammt wenig. Damit kann man nicht so sehr richtig viel bewegen. Also man tatsächlich in diese Bereiche und dann Siems, würde ich ihre, aber ihre sagen, Richtung Konjunktur, ist klar. Ja, aber wir haben eine Regierung, in der sehr sagen, widerstreitende Kräfte beieinander setzen. Ja, aber eine Grundrente muss ja die andere Seite auch zustimmen. Also die kann man auch aufhalten, genauso wie die SPD eben die komplette Abschaffung der Soli aufgehalten hat. Also weniger das ist, Kompromisse in allem suchen und dafür. Und eben wirklich sagen, bei Wirtschaft, ich würde auch versuchen, mal die Gewerkschaften wieder ein bisschen vorzuholen, weil die haben nämlich auch ein Problem, wenn jetzt hier in der Automobilbranche beispielsweise Jobs gefährdet werden, die eigentlich zu den besten Jobs im Land gehören. Also ein bisschen in der Richtung, was eigentlich uns allen nutzt. Und dann, glaube ich, können wir uns von Konjunkturprogrammen erstmal noch zurückhalten. Ja, ganz kurz, Sie haben ja den Michael Hütter gezeigt vorhin. Der hat vorgeschlagen, einen Fonds zur Modernisierung, ökosozialen Modernisierung des Landes, 450 Milliarden auf 10 Jahre angelegt. Das fände ich eine gute Idee. Das würde kurzfristig helfen, aber sozusagen auch langfristig klar machen, wo wir hinwollen. Das wäre sozusagen sowas, was Willy Brandt damals mit der Bildungsreform gemacht hat, das jetzt auf das ganze Land übertragen. Das, glaube ich, wäre ein gutes Signal. Bis zu der Idee, die jetzt weiter diskutiert wird, dass jeder von uns da einzahlen kann und eine gewisse Rendite garantiert bekommt und somit alle einen solchen Fonds auch mitstützen und er zu einer gesellschaftlichen Bewegung würde. Ich bedanke mich herzlich. Es ist ein kompliziertes Thema, aber ich glaube, wir haben versucht, es ganz gut in Scheiben zu schneiden und bin jetzt erstmal gespannt, was dem Wetterbericht dann tatsächlich an Wetter folgt. Danke, schön, dass Sie dabei waren. Tschüss und lassen Sie es gut gehen. Und willkommen zurück, Presseclub nachgefragt im Radio bei WDR 5, im Fernsehen bei Phoenix. Jetzt sind Sie dran. Und das ist zuallererst Liane Launhardt aus Wedemark. Frau Launhardt, willkommen in der Sendung. Schönen guten Tag und schönen guten Tag in die Runde. Mir fehlt ein Argument für zusätzliche Risiken. Ich versuche das mal ganz kurz zu fassen. Systembedingt finanzieren Privatunternehmen ja nur bei steigenden Preisen, weil nur dann können sie auf höhere Erträge rechnen. Das geht ja nicht nur über Umsatz. Diese Neuinvestitionen, ich meine nicht Ersatzinvestitionen, neu, die werden natürlich nicht nur durch zusätzliche Liquidität befördert. Da kann man so viel Geld reinschwemmen, wie man will. Das nützt nicht. Und deshalb wären Privatinvestitionen eigentlich im Moment bei unserer Null- bzw. Minuszinsphase nur über Verknappung zu erreichen. Das kriegt man natürlich mit sowas wie Abwärtsbringen sogar dahin. Das ist aber wohl nicht der Weg. Und wenn das nun zusammentrifft mit den Null- bzw. Minuszinsen, dann haben wir eine doppelte Geldentwertung. Nämlich einmal über steigende Preise und einmal über dahinter zurückbleibende, eventuell auch wieder steigende, aber dahinter zurückbleibende Zinsen. Und das gibt die gefährliche Mischung von weit überbedingter zusätzlicher Inflation. Und wozu das in der Vergangenheit geführt hat, brauche ich ja nicht zu erläutern. Ja, Frau Launhardt, vielen herzlichen Dank. Ich merke, Sie kennen sich da sehr gut aus. Ich vermute, dass wir jetzt in eine sehr komplizierte Debatte kämen, wenn wir da näher drauf eingingen. Versuchen Sie es möglichst verständlich, bitte. Also mein Punkt wäre, dass in der Tat es die Erwartung geben sollte, dass die Preise steigen. Und deswegen ist ja im Moment auch die unter den Geldpolitikern die Angst vor einer Deflation so hoch. Denn wenn Sie dann in eine Deflationsspirale reinkommen, das zeigt das Beispiel Japan, dann haben Sie noch einen viel größeren Druck auf die Unternehmensinvestitionen. Und da würde ich Ihrem Argument folgen, das müsste man vermeiden. Lassen wir es stehen. Ja, genau. Ich verspreche immer, wenn ich Beschwerden bekomme, dass nicht genug Zuschauerinnen und Zuschauer zu Wort kommen, verspreche ich immer, dass wir hier in der Runde nicht diskutieren, sondern immer nur eine Antwort. Ich halte mich nie dran, aber ich verspreche es weiterhin. Wolfgang von Natusius aus Koblenz. Guten Tag nach Koblenz. Ja, guten Tag.
Meine Frage an Sie ist, ob diese Krise, die jetzt vielleicht kommt, nicht auch die Chance ist, den überfälligen Systemwechsel zu begehen. Das heißt, es wurde hier wieder diskutiert darüber, wie man den, haben Sie auch in Ihrem Untertitel, wie man den Wohlstand halten kann, beziehungsweise ob der Stand, den wir haben, gefährdet ist. Und unter dem Gesichtspunkt, dass wir drei Planeten bräuchten, wenn alle Menschen auf der Welt so leben wollten wie wir, ist ja eigentlich Pi mal Daumen der Grundgedanke, dass wir von unserem Wohlstand um einen Grad von rund zwei Dritteln runter müssten, damit ungefähr die Verhältnisse dann gleich verteilt sind. Und, Punkt ist angekommen, ja. Ja, also diese Frage und vielleicht an die Dame vom Handelsblatt, weil sie mich jetzt mit dem Schlussstatement positiv überrascht hat, auch wenn das sehr allgemein formuliert war, aber dass man eben grundsätzlich Überlegungen anstellen muss. Denn diese Woche hatte das Handelsblatt noch wieder im Teletext des WDR zu lesen einen Kommentar, wo gesagt wurde, Klimaschutz oder Umweltschutz darf auf keinen Fall auf Kosten der Wirtschaft gehen. Herr von Natursius, danke. Und Frau Bastian ist vorbereitet zu antworten. Okay. Auf den Klimaschutz und den Wandel. Ja, also das Handelsblatt hat ja nicht nur eine Meinung. Wir erlauben uns da durchaus diverse Meinungen. Und wir haben im Moment in der Tat eine große Diskussion in der Wirtschaft, auch unter Unternehmen, ob die zusätzlichen Investitionen, die für mehr Klimaschutz, CO2-Steuer nötig sind, ob die von allen Unternehmen getragen werden sollten oder nicht. Meine private Meinung ist, dass wir da für Gebäude und Verkehr die wichtigen Sektoren keine Ausnahmen machen dürfen, auch wenn das eine Belastung für Unternehmen ist. Und dass man dann aber eben sich strukturell anschaut in einer konjunkturellen Abkühlung, wie können wir diese Zusatzbelastung anders auffangen. Ich glaube aber, dass die Lenkungswirkung hin zum Klimaschutz nötig ist und dass wir da jetzt nicht zu viele Ausnahmen einbauen sollten. Ja, die Frage war ja noch spitzer. Wohlstand abgeben. Ja, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass wir einen Systemwechsel brauchen, sondern wir brauchen auch gerade, wenn es darum geht, in anderen Teilen der Welt auch für Besserung und mehr Wohlstand zu sorgen, brauchen wir Wachstum. Weil selbst wenn wir was abgeben würden, was unglaublich schwierig wäre, ist es doch zu wenig, weil andere Länder ja wie China beispielsweise auch noch sagen, wir wollen ja auch noch mal dahin, wo ihr schon seid. Also ich glaube schon, Wachstum darf man auch nicht so einfach definieren, noch ein Auto und noch mehr Kleidung und noch mehr Fliegen, sondern es ist auch, wenn wir uns ein teureres Fleisch leisten statt drei billiger Würste, ist das Wachstum, wenn wir dann mehr ausgeben. Also man kann durchaus Klima mit Wachstum zusammendenken, ohne dass dann das zu mehr Umweltzerstörung führen muss. Ich lasse es stehen, aber ich danke Ihnen jedenfalls sehr für den Anstoß, Herr von Natursius, und habe die Hoffnung, dass auch Gerd Uhrig aus Aulendorf uns jetzt noch einen klugen Gedanken mitgibt. Guten Tag, Herr Uhrig. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag in die Runde, ganz tolle Runde. Ich habe ein ganz anderes Thema. Dieses Thema immer mehr ist gut, aber wir haben in Deutschland mittlerweile ja einen Überhang an Ausbildungsplätzen. Keiner will mehr etwas mit den Händen tun, nur noch studieren. Das Problem an der ganzen Geschichte ist doch eines. Brot kommt aus einem 3D-Drucker, Fleisch kommt aus einem 3D-Drucker. Wir müssen doch eines mal wieder sehen, in Deutschland sollte man mit der Bundesregierung versuchen, über die Länder die Ausbildungsplätze wieder zu sichern. Wir brauchen Leute, die gut ausgebildet sind, die ein Handwerk erlernen, die uns weiterhelfen. Herr Uhrig, danke für das Plädoyer. Und Herr Schieritz möchte schon reagieren. Genau, ich stimme Ihnen total zu. Wir haben ein Problem im Handwerk. Es gibt nicht genug Arbeitskräfte dort, es gibt nicht genug Fachkräfte, Maurer, Fliesenleger und so weiter. Und ich bin ja, glaube an die Marktwirtschaft, deswegen habe ich auch eine Lösung für das Problem, nämlich da muss da einfach wieder verglichen mit anderen Sektoren mehr verdient werden. Und in der Tat ist nachdem die Blase der Wiedervereinigung geplatzt war, also die Immobilienblase, die sich damals aufgepumpt hatte, haben die Löhne stagniert, es wurde unattraktiv und das muss dringend aufgewertet werden. Und dann, glaube ich, sozusagen wird es auch wieder so sein, dass man halt vielleicht auch mal Maurer oder Dachdecker, sozusagen wie Rufe sind, wo auch andere Leute sich angezogen fühlen als bisher. Wir gehen mal in den Harz, nach Osterode, zu Lutz Brinkmann. Hallo. Hallo. Sie haben das Wort. Genau auf das Thema, Fachkräfte. Ich bin seit 2 Jahren Rentner, mit 63 in Rente gegangen. Ich habe im Handwerk gelernt und ich habe mich über 10 Jahre nur bemüht,
wieder einen anständigen Job zu kriegen, was nicht möglich war, nicht gewollt war. Ja? So, ja. Also dieses Problem dann von Fachkräften, das haben die Herrschaften sich selbst zuzuschreiben. Okay. Man hätte ausbilden können, hätte man was gehabt. Ja. Und wenn man anständige Arbeit ordentlich bezahlt, dann wird es auch gemacht. Ja. Herr Brinkmann, danke für Ihre Erfahrung. Wenn ich hier die Stichworte richtig sehe, wäre es gut, gleich noch Patricia Thierich in Hof mit einzubinden. Frau Thierich, guten Tag. Guten Tag in die Runde. Bitte, Ihr Impuls, Ihre Frage, Ihre Beobachtung. Ja, und zwar, mir selbst ist das passiert, hochqualifizierte Fachkraft, aber ab 50 keinen Job mehr bekommen. Ja, jetzt frage ich mich wirklich, wie kann es sein, dass Deutschland Fachkräfte sucht, aber dass man ab 50 schon zu alt ist, wenn Politiker, Journalisten, Ärzte, was weiß ich auch immer, diese Altersgrenze nicht haben. Mhm. Das Zweite wäre, ich bin täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach 150 Kilometer gefahren, hin und zurück, habe aber nur als Steuerrefund einfach 23 Cent den Kilometer bekommen. Wie soll man Leute animieren, dann weite Strecken zu fahren? Das war eine Frage an die Runde. Ja, Frau Thierich, beides wichtige Details, die irgendwie das große Bild, finde ich, illustrieren. Frau Siems. Ja, ich würde gerne zu dem über 50-Jährigen, also mit den Fachkräften, Sie haben vollkommen recht, das zeigt auch die Statistik, es ist auch immer noch so, trotz allem Jammerns der Unternehmen, dass oberhalb von 50 wie so eine gläserne Mauer ist, wenn man einmal draußen ist. Man hat heute gute Chancen, drin zu bleiben im Beruf, aber es gibt ja eben immer diese Fälle, ein Unternehmen macht pleite oder Strukturen werden verändert. Und dann ist es in der Tat schwierig, wieder reinzukommen. Und ich glaube, da ist diese Rente mit 63, die gemacht worden ist, auch so ein verheerendes Signal, weil 63 ist dann schon relativ nah, aber wir müssen eigentlich ja auf 67 kommen. Mit 67, dann hat man eben doch noch eine ganze Menge Zeit, dann ist es für Unternehmen auch nicht so, na, das lohnt sich nicht mehr, so jemanden einzustellen, sondern dann weiß man, okay, es ist noch länger. Aber es muss natürlich auch in der Wirtschaft sich was ändern. Dieses Altenbild ist völlig verkehrt und die Politik kann da nur verstärken, so gut sie das kann mit Anreizen. Aber dieses Umdenken, das ist dringend nötig. Dankeschön Ihnen beiden. Wir machen heute eine Deutschlandreise durch Orte, die wir in dieser Sendung nicht so oft haben. Osterode, jetzt hatten wir Hof und deswegen würde ich sagen, springen wir jetzt nach Leer in Ostfriesland. Ulrich Keck, guten Tag Herr Keck, Sie sind dran. Schönen guten Tag, Herr Schönborn. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ein Aspekt haben Sie außer Acht gelassen. Die EZB hat 2,6 Milliarden Euro auf den Markt geworfen. Deutschland steht für ein Drittel gerade. Wir stehen für die Rettungsschirme gerade und andere Dinge. Das sind 800 Milliarden Euro. Wir sind der größte Nettozahler der EU. Wir sind, glaube ich, der zweitgrößte oder drittgrößte Nettozahler der UN. Wir haben mittlerweile 1,5 Millionen Asylanten in Deutschland. Jedes Jahr kommen 200.000 dazu. Das sind also, so viele, wie München an Einwohner hatten. Alle drei Jahre sind es so viele, die dazukommen, wie Dortmund an Einwohnern hat. Und diese Leute wollen natürlich berechtigterweise in 30 Jahren Rente haben. Und jetzt bin ich der Meinung, dass wir darüber nachdenken können, dass wir uns diese Dinge nicht mehr leisten können, wenn es so ist, dass zu wenig Geld da ist, um in Schulen zu investieren, in Schwimmbäder zu investieren und anderes. Ich möchte jetzt von Ihnen nicht die Standardantwort haben, dass wir die größten Nutznießer der EU sind. Ich sehe das als Sparer völlig anders. Ja. Oder ich möchte auch nicht von Ihnen als ausländerfeindlich abgestempelt werden, weil ich das mit Asylanten angesprochen habe. Also bitte keine Standardantworten, sondern dass Sie sich dazu mal äußern. Dankeschön. Ja, nee, wir versuchen das gerne. Danke, Herr Keck. Ich finde das auch klasse, dass Sie da sehr zugespitzt sind. Nur einfach von der Sache her, wir haben keine 200.000 Asylbewerber, sondern wir kommen nicht mal auf 200.000 Zuwanderer. Aber das sind zum allergrößten Teil Arbeitskräfte aus anderen EU-Ländern, die zu uns kommen. Also die machen die große Zahl
der 1,5 Millionen Asylanten haben wir und die Zahlen habe ich nicht von irgendwoher, sondern das hat sogar Frau Nahles von sich gegeben, als noch da war. Ist wahrscheinlich, müssen wir uns nicht drüber streiten, ist ja, kann man ja leicht googeln und nachvollziehen, vielleicht ein Missverständnis, aber bitte, Herr Schäfer. Ich will vielleicht einfach das Thema Geldpolitik daraus greifen. Genau. Und ich glaube, das ist eins der zentralen Punkte und ich will jetzt nicht darauf eingehen, Sie sagten ja, Sie wollen nicht die Standardantwort, ob Deutschland davon profitiert hat und wie stark, auch wenn ich der Meinung bin, dass es sehr stark profitiert hat, aber der Punkt ist, dass die Geldpolitik mittlerweile an die Grenzen ihrer Mittel kommt. Wenn Deutschland nicht mehr und andere Staaten auch mehr fiskalpolitisch tun und mehr Geld ausgeben, dann wird es unvermeidbar sein, dass die Zentralbanken neue Mittel und neue Wege gehen müssen und wahrscheinlich sogar noch stärker in negatives Territorium bei den Zinsen gehen werden. Und das wird dem deutschen Sparer dann auch extrem wieder schaden. Und das ist in Deutschland ein sehr unbeliebtes Thema. Die EZB ist der Buhmann für vieles. Aber es ist de facto so, dass wenn sich nicht auf der fiskalpolitischen Seite mehr tut und das Wirtschaftswachstum dort angekurbelt wird, dass es einfach so sein wird, dass die Geldpolitik weitere Schritte einleiten wird. Und das wird dem deutschen Sparer und auch nicht helfen. Herr Schieritz? Ja, ich wollte vielleicht noch ein Wort zum Thema Zuwanderung, über die man ja aus verschiedenerlei Erwägungen geteilter Meinung sein kann. Aber wenn man das Ganze jetzt mal rein ökonomisch, und das ist ja hier ein bisschen das Thema, betrachtet, dann ist Zuwanderung letztlich eine der Voraussetzungen dafür, dieses Land überhaupt demografiefest zu machen. Denn wir, sozusagen die deutsche Bevölkerung, altert rapide. Und irgendjemand muss dann später mal die Leute im Rollstuhl spazieren fahren oder pflegen oder irgendwas. Das kann man ja nicht nur monetär, sondern man braucht wirklich reale Arbeitskräfte. Und wenn die nicht aus dem Ausland kommen, dann wüsste ich jetzt nicht, wo die herkommen sollen. Ich habe nicht von Zuwanderung gesprochen, ne? Das muss ich Ihnen sagen. Ich gebe Ihnen da recht. Es geht hier nicht um Zuwanderer, die auch in unsere Sozialsysteme einzahlen, sondern es geht um diejenigen Leute, die eben nicht in Sozialsysteme einzahlen. Denn bedenken Sie, dass ein Drittel aller Hartz-IV-Empfänger jetzt mittlerweile Asylanten sind. Ne? Haben wir verstanden. Ja, ich danke Ihnen. Ich würde gerne einen Aspekt. Tschüss nach Lea. Nicht? Und danke, dass Sie dabei waren. Tschüss, Herr Schönborn. Tschüss, meine Damen und Herren. Und würde gerne eine Frage von David Trakonjac aus Bielefeld noch aufgreifen in den 30 Sekunden, die wir haben. Gibt der Staat genügend Unterstützung für neue Technologien, wenn dann auf der anderen Seite die Banken kein Risikokapital dafür zur Verfügung stellen? Das bezieht sich, glaube ich, auf unsere Diskussion über Investitionen in Forschung, Technologie. Ist da ein Thema? Kann das jemand in 10 Sekunden noch sagen? Ja, also der Staat kann nicht so viel investieren. Die Unternehmen sind immer die Entscheidenden von der Größenordnung. Also er kann es anreizen und deswegen bräuchten wir auch eine bessere Start-up-Kultur und eine bessere Wagniskapitalkultur. In der Tat ein Problem. Gut, machen wir einfach einen Punkt. Ich bedanke mich sehr herzlich und hoffe, wir haben ein bisschen Licht in dieses ganze Klimabild der Wirtschaft gebracht. Lassen Sie es gut gehen. Schönen Sonntag aus Köln.